Circle Quiz mit Daniel Hock. Herzlich willkommen beim Circle Quiz und direkt am Anfang muss ich sagen, dass heute alles etwas, oder besser gesagt nicht nur etwas, sondern ganz anders sein wird. Denn am Anfang der Woche haben wir noch gedacht, wir können am Samstag eine ganz normale Sendung machen, dem ist aber nicht so. Denn unser Kandidat, den wir für diese Woche geplant hatten, der hat am Anfang der Woche abgesagt. Aus terminlichen Gründen, Gott sei Dank nicht aus gesundheitlichen. Und dann haben wir gesagt, weil wir natürlich auch die aktuelle Situation des Coronavirus verfolgen, dass wir niemanden einfach so mit der Bahn hierher schicken wollen, weil der kann sich dort auf der Fahrt anstecken, der kann das Virus damit hierher schleppen. Und das will keiner und das möchten wir auch keinem antun. Deswegen machen wir das heute anders. Und wie anders, das erkläre ich euch jetzt, oder besser gesagt, ich zeige es euch, denn unsere Kandidaten heute, die tauschen innere Organe wie Herz, Leber und Milz gegen Festplatte, Arbeitsspeicher und Grafikkarte. So wunderschön sehen sie aus, unsere Kandidaten heute. Denn sie werden mit Skype mit uns telefonieren und wir werden mehrere Kandidaten nacheinander haben und die werden alle um 50 € spielen. Deswegen setze ich mich jetzt schon mal hin. Und das ganz Interessante wird heute sein, dass wir viele verschiedene Fragen haben, aber es sind ausschließlich Fragen, die wir bereits in zuvorherigen Sendungen hatten. Deswegen bin ich gespannt, ob das jemandem auffällt. Das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Wir werden jetzt unsere Teilnehmer nach und nach anrufen. Wir fangen jetzt gleich mit dem ersten an. Und der wird 3 Fragen von mir gestellt bekommen. Kann er sie alle 3 richtig beantworten, dann gewinnt er 50 €. Sollte er eine falsch beantworten, ist er raus. So wie sonst auch immer. Wir fangen an. Ich rufe ihn jetzt per Skype an. Das ist der Dirk. Und mit dem starten wir in diese Sendung. Ich hoffe, er geht gleich dran. Ja, hallo, Dirk hier. Grüß dich, Dirk. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Hi. Dankeschön für den Anruf, ja, oder den Call. Ja, gerne. So, erstmal zum ganz langsam reinkommen. Wer bist du und was machst du? Ich bin Dirk, quizze gerne in meiner Freizeit, bin von Haus aus in der Finanzbranche tätig, im Moment noch in verlängerter Elternzeit. Ach schön. Ja, und habe zufällig deinen Tweet gesehen und habe mich dann gestern gemeldet und ja, jetzt bin ich hier. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie lang bist du schon in der Elternzeit? Ja, über ein Jahr jetzt, ja. Ach so, okay. Also ich werde demnächst dann wieder einsteigen, ja. Nicht mehr ganz so frisch, okay. Ja. Sehr gut. Ich bin gespannt. Du bekommst, wie wir es angekündigt haben, 3 Fragen gestellt. Und ja. Wenn du sie alle 3 richtig beantworten kannst, dann gewinnst du einen Fuffi, so wie wir es gesagt haben. Ist sehr eine gerne. Frage falsch, dann, wie bei uns es normal ist, dann bist du leider raus. Sudden Death, ja. Okay. So sieht's aus. Geht in Ordnung. Sehr gut. So, es wird folgendermaßen ablaufen, dass ich dir im Skype-Chat die Fragen schicke, die Fragen anzeige, damit du die auch lesen kannst. Ja, okay. Und du hast pro Frage 1 Minute Zeit. Bei uns läuft hier ein Counter. Ich sage dir, ich gebe dir immer eine Zeitangabe. Du kannst dir 1 Minute, kannst du dir überlegen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch sofort die Antwort sagen. Spätestens nach 1 Minute brauche ich dann aber sofort eine Antwort, weil sonst ist dann vorbei. Klingt wie bei Ich weiß alles in der ARD. Muss ich das auch füllen mit Redezeit und sinnlosen Anekdoten, oder? Wenn du welche zu bieten hast, gerne. Nee, ich glaube nicht, nee. Aber nur Frage, Multiple Choice oder direkt outright? Sowohl Multiple Choice als auch Stimmt's oder Stimmt nicht Fragen. Okay, geht in Ordnung. So, dann würde ich sagen, bist du bereit? Ich meine, bist du eh, aber frag nochmal. Ich bin bereit, ja. Sehr schön. So, dann fangen wir an mit Frage 1. Die Frage 1 ist noch relativ einfach, Frage 2 mittel und Frage 3 schwer. Trifft der amerikanische Präsident auf eine Ente? Titelt man in den USA womöglich, es treffen sich Mickey und Maus, Daniel und Düsentrieb, Gustav und Gans oder Donald und Duck? Dann nehmen wir doch Donald und Duck. Da brauche ich nichts mal irgendwas schicken. Perfekt. Sehr gut, das ist schon mal richtig. Du siehst es hinter uns, hinter mir wurde es gerade grün. Ja, grünes das Licht, ist sehr gut. Sehr schön. So, dann machen wir direkt weiter mit Frage 2. Fuji ist nicht nur ein Vulkan in Japan, sondern auch der Name einer A. Bananensorte, B. Birnensorte, C. Lauchsorte oder D. Apfelsorte. Die Frage kommt und sollte jetzt gleich da sein. Die Zeit läuft. Hm.
Nicht wirklich mein Gebiet. Bringt, glaube ich, wenig, da jetzt lange drüber nachzudenken. Ja. Einen Also Kürbis ausschließen aus da auch Japan nicht? kenne ich, aber ausschließen kann ich eigentlich gar nichts, außer dass da Schade. wahrscheinlich keine Bananen wachsen. Lauch kenne ich eher als Schimpfwort. Weiß ich nicht, wo der überall wächst. Birnen, Apfel halte ich für am wahrscheinlichsten. 30 Sekunden. Ja. Ich nehme den Apfel. Nehmen wir den Apfel. Gut, dann halte ich die Zeit an. Und die wird gleich zurückgesetzt. Und dann sage ich dir, der Apfel ist richtig. Oh, okay, ja. Tatsächlich. Ja, kommt. 25% Treffer, ja. So sieht's aus. Kommt aus Japan und der weltweit am meisten angebaute Apfel. Das noch als Echt? Hinweis dazu. Ich werde mir nächste Woche einen besorgen und kaufen und testen, ja. Und spätestens dann wirst du es nie vergessen. So, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Es ist eine Stimmt's oder Stimmt-nicht-Frage. Und die lautet, beziehungsweise die Behauptung lautet, Wohlstandsmüll war schon mal Wort des Jahres. Stimmt das oder stimmt das nicht? Der Wohlstandsmüll. Und die Zeit läuft ab jetzt. Wohlstandsmüll. Ich glaube, Wort des Jahres gibt es erst seit 80er, 90er oder so, Anfang 90er, bin mir nicht sicher. Müllthematik gibt es schon länger eigentlich. Ich meine, welcher Müll ist eigentlich kein Wohlstandsmüll, streng genommen? Mir ist es noch nicht begegnet. Also von daher klingt es etwas seltsam für mich, auch wenn es natürlich irgendwo, naja, so halbwegs Sinn macht. Aber ich sage mal, nein, es stimmt nicht. Okay, du sagst, stimmt Aber nicht. Dann halten wir die Zeit. 50-50. Dann machen wir das. Dann gehen wir volles Risiko. Wir halten die Zeit an. Und Wohlstandsmüll wurde schon mal gekürt, aber zum Unwort des Jahres. Das heißt, es ist richtig. Sehr Okay, Glück gut. gehabt, ja, sehr gut. Glück Ja. gehabt. Nicht nur Glück gehabt, sondern auch 50 Euro gewonnen. Ja. Ja, Herzlichen danke schön, Glückwunsch. ja. Steuerfrei nehme ich an, ja. Ja, aber natürlich. Unterm Tisch machen wir das. Guckt ja auch keiner Okay. zu. Ja, sehr schön. So. Sehr gut. Dann danke ich. Gerne. Dann, wie gehst du mit dem Coronavirus aktuell um? Wir sind ja ein bisschen auch. Isoliert ihr euch zu Hause oder geht's noch ganz normal alles? Ja, also normal ist das natürlich alles nicht mehr. Man Das liest ist richtig. natürlich viel, man hört Podcasts, man weiß, dass die Schulen und Kitas jetzt zu sind. Das trifft uns Ja. ja auch teilweise. Noch relativ entspannt, was das persönlich angeht, weil in der Familie keine großen Risikopatienten etc. direkt da sind. Super. Aber insgesamt wundert man sich natürlich schon, wie manche damit umgehen. Ja, einkaufen war schon am Donnerstag. Das war das Einzige, was ich Und vorausschauend gemacht war auch habe. noch Ja. was da in den Regalen? Ja, auch Sehr entspannt. gut. Nur den Wochenendeinkauf, nicht den Hamsterkauf. Also mal schauen. Also man muss jeden Tag neu sehen, wie es weitergeht, ja. Sehr schön. Dann melde ich mich per E-Mail bei dir und sag vielen Dank, dass du mitgemacht Ja. hast und wünsche ich dir noch einen schönen Samstag. Ich habe zu danken. Ich wünsche viel Spaß heute noch und Gruß an die anderen Kandidaten. Das Jo. werde ich machen. Alles klar, mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, so kann es gehen. Ich setze mich noch mal kurz hin, damit man mich auch sieht. Ja, so kann es laufen. Dirk, 50 Euro gewonnen. Was gibt's Schöneres? 100 Euro wahrscheinlich, aber wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Kandidaten. Das ist der Christoph und den rufen wir jetzt mal an und schauen, ob er dran geht. Eine Chance hat er und wir sind bereit und können seinen Anruf entgegennehmen. Hallo? Bin ich bei dir richtig, Christoph? Das ist ja richtig. Sehr schön, grüß dich. Herzlich willkommen bei uns. Grüße gehen zurück, hallo. Sehr schön. Wie geht's? Alles gut? Also mir geht's bestens und dir? Ich kann mich nicht beklagen. Alles super. Noch geht's ja, noch geht's uns hoffentlich gut. Man weiß ja nie, wie sich das entwickelt. Genau. Wie geht's bei dir aktuell? Geht's noch oder habt ihr schon, bist du arbeitsmäßig schon ein bisschen eingeschränkt oder ist noch alles okay? Ich bin noch gar nicht eingeschränkt. Alles ist wie immer und ja. Ich meine, viele haben jetzt frei. Ist Ja? natürlich schwierig und ja. Ich Okay. meine, hier in Sachsen sind die Fallzahlen noch nicht ganz so hoch, aber Ja? angesichts dieser Dynamik muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ändert sich von
Tag zu Tag und ja. Das ist richtig. Hände waschen ist richtig. Da kann man sekündlich den Fokus-News-Ticker checken und da steht schon wieder was anderes. Genau. Aber so, was machst du? Abitur, Realschule, Hauptschule, was weiß ich? Ich habe Realschule. Also ah, ja, sehr gut. Ja. Welche Klasse? Nee, also ich gehe nicht mehr in die Schule. Also du gehst nicht mehr in die Schule? Okay. Nein, ich bin 22, ich bin Sozialassistent. Ah, oh, sehr gut. Ja. Sehr okay. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Auf sehr geht's. Gut, also, es wird folgendermaßen ablaufen. Ich stelle dir, wie wir es ausgemacht haben, drei Fragen. Wenn du eine davon falsch beantwortest, dann ist schon Schluss. Wenn du sie alle drei richtig beantwortest, dann gibt's den Profi, den wir versprochen haben. Ich werd dir die Fragen in dem Skype-Chat schicken, also die Fragen als Fotos, damit du sie nachlesen okay. kannst. Und du hast auch pro Frage eine Minute Zeit, also bei uns läuft ein Counter. Ich werde dir dann auch immer wieder sagen, wenn noch 30 Sekunden sind, wenn noch 15 Sekunden sind und spätestens nach einer Minute bräuchte ich dann eine Antwort. Du kannst natürlich auch früher antworten, aber spätestens nach einer Minute. Okay. Sehr schön. Moment, ich muss nochmal nachschauen, wie ich jetzt in den Skype-Chat komme. Ja. Weil ich habe lange nicht mehr geskypt, ich drücke jetzt mal auf zurück. Ja, guck mal. Siehst du mich noch? Noch ist alles gut. Okay, dann bin ich jetzt im Skype-Chat. Sehr schön. Dann fangen wir doch mal an mit Frage 1. Und die ist noch relativ machbar. Also, okay. Plus, Mal und Geteilt sind Rechenzeichen und die Namen der bekanntesten Alben von Ed Sheeran, Lady Gaga, David Guetta oder Madonna. Das ist Ed Sheeran. Gut, da brauche ich dir nicht mal die Frage schicken. Sehr gut, das ist natürlich richtig. Ja, okay. Sehr gut, du siehst, hinter mir wird es grün. Wunderbar. Dann machen wir direkt weiter mit Frage 2. Wie viele unterschiedliche Bundespräsidenten gab es in diesem Jahrtausend bisher? 3, 4, 5 oder 6? Und die Zeit läuft ab jetzt. Oh, Moment. Ich würde jetzt einfach mal tippen. 5. 5. Ja, 5. C. Das stimmt. Sehr gut. Okay. Richtig. So, ich stoppe mal den Counter. Kannst du sie mir auch aufzählen? Fallen dir ein paar ein? Also auf alle Fälle Frank-Walter Steinmeier, Joachim Willi? Gauck, ja. Christian Wulff. Und die anderen, bestimmt schon, also ich habe die schon mal gehört, aber die fallen mir gerade nicht ein. Ja, war ja schon mal gut. 3 von 5, da haben wir noch Horst Köhler und Johannes Rau. Johannes Rau und Horst Köhler, genau, die beiden waren es noch. Sehr gut, es läuft. Jetzt haben wir noch eine Frage, das ist die Stimmt's oder stimmt nicht Frage. Also ich sag dir gleich eine Behauptung, du sagst mir stimmt oder stimmt nicht. Okay. Und dann spielen wir jetzt um 50 Euro mit folgender Frage. Den Gefällt-mir-Button führte Facebook erst 5 Jahre nach Gründung ein. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und der Counter läuft ab jetzt. Stimmt nicht. Dabei bleibt's? Stimmt nicht, würde ich sagen. Okay. Dann kann ich den Counter auch schon stoppen. Das ging schnell. Sehr gut. Facebook wurde 2004 gegründet und der Gefällt-mir-Button eingeführt wurde 2009. Das heißt, es stimmt. Doch. Okay. Interessanter Fakt. Ja. Den du wahrscheinlich jetzt auch so schnell nicht mehr vergessen wirst. Kein Fall. Sehr gut. Ja, leider nicht so gut gelaufen. Ich kann es dir sagen, vor dir der Kandidat hat die 50 Euro gewonnen. Du bist jetzt leider der Erste, der es nicht gewonnen hat, aber zumindest 2 von 3 Fragen richtig. Das ist ja keine Blamage. Kann man sagen. Genau. Das ist alles auf alle Fälle. Gut. Ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen. Ich bedanke mich auch recht herzlich und bleib gesund und pass auf dich auf. Und noch einen schönen Samstag. Samstag haben wir heute. Genau. Samstag, genau. Ideal. Ciao. Mach's gut. Ciao. So. Damit hätten wir Christoph. Einmal gewonnen, einmal nicht. Bisher eine 50er-Quote geht. Ja. So, dann nehmen wir doch mal den nächsten. Und zwar rufen wir jetzt meinen Namensvetter an. Haha.
mein Namensvetter. Hoffen wir, dass der dran geht. Bisher sind ja noch alle dran gegangen. Gucken wir mal. Hallo? Servus! Servus, hallo. Namensvetter! So, alles gut? Ja. Sehr schön. Bist du ein bisschen aufgeregt oder geht's? Ja. Okay. Sehr schön. Bei euch gesundheitlich, ich meine, ich muss jetzt mit jedem auch noch kurz über das Coronavirus sprechen, logischerweise. Bei euch geht's noch oder ist bei euch Ausnahmezustand? Also, es geht bei uns in Duisburg. In Duisburg, okay, sehr gut. Ja, das ist NRW da, das ist ja nicht selbstverständlich, dass da alles gut ist, genau. Hm? Okay, so, bist du bereit? Ja. Sehr schön. Ich werde dir jetzt alle drei Fragen stellen. Für jede Frage hast du eine Minute Zeit. Der Counter läuft bei uns und ich sag dir immer zwischendrin, du hast noch 30 Sekunden oder was auch immer. Hm? Und spätestens nach einer Minute bräuchte ich dann eine Antwort von dir. Und wenn du alle drei Fragen richtig beantwortest, dann gewinnst du den Fuffi, den wir angekündigt haben. Sehr gut. So, du, ganz wichtig noch, ich werde dir jede Frage, zu jeder Frage ein Bild schicken, und zwar, wo die Frage einfach, wo du die Frage lesen kannst. Die werde ich dir im Skype-Chat schicken. Mhm. Hoppala. Sehr gut. So, dann fangen wir an mit der allerersten Frage. Und die lautet folgendermaßen. Bin ich erstaunt von einem vor mir fließenden Gewässer? Rufe ich womöglich erstaunt O, Bedeutung, Kontrolle, Macht oder Einfluss? So, du bekommst die Frage zugeschickt. Und die Minute läuft ab jetzt. Nur einmal kurz logisch nachdenken. D? Ja, aber sowas von. Sehr gut, dann stoppe ich den Counter. Das ging ja noch. Ne? Das war jetzt einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Genau, dafür muss man es sehen. Also das jetzt mündlich zu hören, wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Okay, dann machen wir direkt weiter mit Frage 2. Das ist eine Stimmfrage. Das heißt, ich stelle dir die Behauptung, du sagst mir, stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Und die Frage kommt jetzt. Die ZDF-Mainzelmännchen haben üblicherweise vier Finger. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und die Zeit läuft ab jetzt. Oh, ich bin mir nicht sicher, aber ich... Da ist es ganz gut, dass man nur eine 50-50 Chance hat, zumindest. Nein, glaube ich nicht, dass das richtig ist. Also du sagst, falsch. Du sagst falsch, okay. Das heißt, du würdest dann sagen, die haben was? Fünf Finger oder drei? Oder? Ja, fünf. Fünf, okay, ganz normal. Ich muss dir aber sagen, die haben tatsächlich nur vier Finger. Da habe ich mir schon was gedacht, dass ich falsch liege. Schade. Ja. Schade, schade, schade. Trotzdem, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Danke, dass du dabei warst, muss man sagen. Ja? Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Samstag. Gleichfalls. Und dann kannst du die Sendung nächste Woche nächste Woche Sonntag sehen. Ja. Dann sehen wir uns. Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, das war mein Namensvetter. Und jetzt machen wir weiter mit dem Thomas. Der war der vierte, der sich gemeldet hat. Also ist es auch der vierte, den wir anrufen. Und Action. Ich habe heute so viel Sozialkontakte wie sonst nie. Auf einen Schlag. Dabei hat Frau Merkel gesagt, man soll nicht so viele Sozialkontakte haben. Hallo? Hallo?
Hallo, warte, ich muss noch meine Kamera aktivieren. Ja. So, Moment. Keine Hektik. Hallo. Hallöchen. Servus. Bin ich tatsächlich dran gekommen? Tatsächlich. Wie ich gestern angekündigt habe. Ja, cool. Ja, geht's gut? Ich bin jetzt hier am iPad. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, noch ist alles okay. Wir schreien, wenn es Probleme gibt. Perfekt. Ja, geht's gut soweit? Ja, geht gut. Sehr schön. Serien geschaut bis jetzt. Sehr gut. Wie sieht's aus mit Thema Corona? Bei euch alles in Ordnung noch oder ist schon schlimm? Ja. Also ich habe ja duales Studium und ich muss noch in die Arbeit, aber die Uni wurde verschoben. Also. Okay, aus welcher Region kommst du ungefähr? München. München, okay. Ja, da wurde ja gestern streng ganz schön hart durchgegriffen. Ja. Ja. Ja, okay. Mal schauen, was sich noch so ergibt. Gut, dann fangen wir doch mal an. Was sich jetzt auf jeden Fall ergibt, sind drei Fragen, die ich dir stellen möchte. Bestenfalls beantwortest du sie alle richtig und dann gewinnst du den Fuffi. Ja, okay. So, sobald hoffentlich du eine Frage... kommt nichts zur Erdkunde. Nochmal bitte? Hoffentlich kommt nichts zur Erdkunde, da bin ich am schlechtesten, aber... Geht so. Beantwortest du eine von diesen drei Fragen falsch, ist logischerweise vorbei, dann ist Schluss. Und wenn du die alle drei richtig beantwortest, dann gewinnst du das Geld. Wichtig ist zu wissen, ich werde dir die Fragen alle einzeln als Bild über den Skype-Chat schicken, damit du sie auch sehen kannst. Warte, muss ich den Chat aufmachen? Mach das mal kurz. Und in der Zwischenzeit sage ich dir noch, dass du pro Frage eine Minute Zeit hast. Bei uns läuft hier ein Counter. Und ich werde dir dann immer wieder zwischenzeitlich sagen, wie viel Zeit du noch hast. 30 Sekunden, 40, was auch immer. Okay. Und spätestens alles nach einer Minute hätte ich dann gerne eine Antwort. So, bist du bereit? Können wir starten? Ich bin bereit. Sehr schön. Dann fangen wir an mit Frage 1. Und die lautet noch ganz einfach, wer ein Video auf YouTube veröffentlichen will, muss es erst einmal A, Breitgeschäft, Tiefsupermarkt, Schmalwarenhaus oder hochladen? Ja gut, das geht noch. Geht das noch. Das ist hochladen. Ja, da brauche ich den Counter auch nicht starten. Die Fragen sind immer super. Finde ich auch. So, machen wir direkt weiter mit Frage 2. Im Südwestpazifik, leider doch Erdkunde, findet man die weltweit zweitgrößte Insel mit dem Namen Kuba, Neuguinea, Madagaskar oder Großbritannien? Oder auch kurz zusammengefasst, was ist die zweitgrößte Insel der Welt? Okay, jetzt muss ich mal das hier kurz runterladen. So. Im Südwestpazifik findet man die weltweit zweitgrößte Insel mit dem Namen Kuba, Madagaskar. Okay. Also, Großbritannien würde ich jetzt schon mal ausschließen. Okay. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Madagaskar. Ich glaube, da habe ich schon mal irgendwas gehört. Okay. Wir haben noch 30 Sekunden. Neuguinea, Kuba. Schwierig. Das ist richtig. Ich würde mich jetzt mal festlegen auf. Ja, Madagaskar ist ja dann bei Afrika. Ist das jetzt der Pazifik? Oh Gott. Warum muss jetzt Erdkunde kommen? Ist hart, aber ja, super. Ich gehe mit Madagaskar. Gehen wir mit Madagaskar und damit ist die Zeit jetzt auch um. Kann jetzt völlig falsch sein. Also, machen wir es. Halb kurz und schmerzlos. 785.000 Quadratkilometer ist die gesuchte Insel groß. Die größte ist Grönland und die zweitgrößte ist Neuguinea. Schade. Ich bin Erdkunde dran, ja. Ja. Naja, gut. Aber Madagaskar ist doch auch, ich weiß nicht, dann die drittgrößte, oder? Ist auf jeden Fall in den Top 10. Da bin ich mir sicher. Ja, naja. Ja, nee, schade. Gut. Schade. Macht nichts. Dann hat schon jemand was gewonnen gehabt? Ja, tatsächlich. Unser allererster Teilnehmer hat was gewonnen. Du bist der vierte jetzt. Okay. Die beiden vor, die haben sind leider auch leer ausgegangen. Schade. Naja, ja, gut. Ist jetzt keine so gute Quote. Wünsche ich den Folgenden noch viel Glück. Ja, das werde ich so weitergeben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Super. Dann noch einen schönen Samstag und bis nächsten Sonntag, wenn die Folge online geht. Euch auch. Mach's gut. Danke. Ciao.
So, Thomas, ja. Das war auch leider nichts. Und dann machen wir jetzt weiter mit David aus Osnabrück, wenn es stimmt, was hier steht. Und dann rufen wir den doch mal an. Los. Wenn ich jetzt einen falschen Kontakt eingespeichert habe, dann spielen wir halt mit einer ganz falschen Person, aber... Studio Ketten. Hallo. Hallo. Servus. Bin ich bei dir richtig? Moin, Daniel. Ja, sehr gut. Richtig. Ich habe schon überlegt, dass ich vielleicht den falschen David eingespeichert habe, aber alles gut. Hört man mich? Man hört dich. Es wird alles aufgezeichnet und kann jederzeit gegen dich verwendet werden. So, geht's gut soweit? Also unsere Sendung trägt ja den Untertitel Corona-Edition, deswegen muss ich natürlich fragen, geht's gut? Ja, also ich bin jetzt noch nicht mit Mundschutz nach draußen gegangen, aber also ich fühle mich gut, ich wohne auf dem Land, also ich würde jetzt auch nicht mich jetzt irgendwie so besonders schützen gegen den Virus. Okay. Aber ich weiß nicht, wie es im Landkreis Aschaffenburg bei dir ist, aber... Ja, bei uns geht's so. Ich fasse noch alles an. Sagen wir es mal so. Sehr schön. So, dann wollen wir doch mal ins Quiz einsteigen. Pass auf, es wird folgendermaßen ablaufen, wie ich es schon erklärt habe. Ich stelle dir die drei Fragen. Wenn du sie alle drei richtig beantwortest, dann gewinnst du den Fuffi. Und wenn du eine Frage falsch beantwortest, dann ist Schluss. Okay. Jede Frage werde ich dir per Skype-Chat schicken, also als Bild, damit du die vor dir hast. Mhm. Und es wird so sein, dass du pro Frage eine Minute Zeit hast. Bei uns läuft also ein Counter mit und ich sag dir dann immer, du hast noch 30 Sekunden, noch 20, bla bla bla. Und spätestens nach einer Minute bräuchte ich dann eine Antwort. Okay. Sehr gut. Dann muss ich mal ganz kurz den Chat aufmachen. Mach das mal. Und ich mache mir schon mal die Fragen zurecht. Aber das sieht ganz gut aus. Ich wäre bereit, wenn du bereit bist, sag gerne Bescheid. So. Ja, ich sehe den Chat. So. Es ist eine Nachricht angekommen. Sehr gut. Also, dann fangen wir nochmal an mit Frage 1. Die geht auch noch. Pass auf. Beugt sich jemand beim Laufen in die ein oder andere Richtung, kann man behaupten, er oder sie schlägt fehl, scheitert kläglich, floppt oder geht schief? Die Zeit läuft. Ja. Ja. Okay. Genau durchlesen. Kriegst du hin. Lese es ganz genau durch. Ja. Also, ich kenne ja die Sendung ein bisschen. Das und das ist ja meistens D, also D. Ja, was für ein Zufall. Ja, also ich habe es mir extra nochmal durchgelesen, aber es müsste schief sein. Ja. Das ist ehrlicherweise auch das Einzige, was Sinn macht, muss man sagen. Ja. So, dann machen wir doch direkt weiter mit Frage 2. Also, 1958 war das Geburtsjahr des Thermometers, des Zauberwürfels, der Deutschen Bahn oder der NASA? Und die Zeit läuft ab jetzt. Ja. So. Thermometer, denke ich, wird schon vor 1958 geben. Und Deutsche Bahn auch. Und nach Zauberwürfel, denke ich, nach 58. Also würde ich, ich überlege nochmal, aber ich würde erstmal zu D tendieren. Okay, du hast auch noch 38 Sekunden. Ich möchte keinen Druck machen. 28, 27, 26. Es kann natürlich auch sein, dass man die Deutsche Bahn erst später quasi gegründet hat oder so, zusammen mit verschiedenen Gesellschaften. Okay. Es gibt ja verschiedene. Aber ich... NASA. So. 4, 3, 2, 1 und jetzt... Ich nehme C.
Die NASA? Also die NASA. Die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn. Also, dann gehen wir sie doch mal einzeln durch. das Thermometer, das gibt es, wie du es richtig gesagt hast, schon viel früher, nämlich seit 1924. Den Zauberwürfel gab es auch, richtig gesagt, danach, nämlich 1974. Und die Deutsche Bahn, die gibt es seit 1994. Schade. Leider nicht. Es ist die NASA. Aber du hast richtig geschwankt. Du hast die zwei richtigen ausgeschlossen. Ja. NASA, ja. Danach waren ja auch die ganzen Mondexpeditionen und so, ja. In den 60ern, in den 70ern. Ja, na gut. Schade. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das freut mich. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, also, ist ja auch nicht selbstverständlich. Bitte. Ja. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstag. Mach's noch gemütlich und wir sehen uns dann in der Sendung nächsten Samstag um nächsten Sonntag. Ich bin immer noch in diesem Samstagsmodus. Nächsten Sonntag um 18 Uhr. So. Ja, ich gucke auch immer noch Samstag immer um 20 Uhr. Ich auch. Ja. Und dann sehe ich, dass ich ja gar nichts hochgeladen habe. Aber gut. Ja. Okay. Gut. Dankeschön. Jo, dann schönen Abend. Gut. Ich wollte noch einmal etwas erzählen. Dann habe ich übrigens, wenn die Sendung rauskommt, habe ich übrigens Geburtstag. Oh. Deswegen, ja. Sehr gut. Dann hätte ich dir natürlich jetzt auch gewünscht, dass das was geworden wäre, aber schade. Ja, ich überhaupt dabei zu sein, ist das schon. Das ist auch schon mal was. Verfolgt mich auf jeden Fall. Ja, hat mich auch gefreut. Ja, ist was Besonderes. Super. Ja. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So. Das war David. Der Nächste, der leider nichts gewonnen hat. Mist, das gibt's doch nicht. Wir haben eine sehr schlechte Quote. Die Quote wird immer schlechter von Anruf zu Anruf. Aber wir machen mal weiter mit jemandem, in den ich vollstes Vertrauen habe. Nämlich einen jemand namens Sascha. Und den werden die ganz krassen Hardcore-Zuschauer, also niemand, wahrscheinlich wiedererkennen. Bitteschön. Gucken wir mal. Ich denke mir gerade selbst die Daumen, dass er dran geht. Sieht gut aus. Hallo. Na, hörst du mich? Ja, sehr gut sogar. Gut. Warte, ich schau mal wegen der Kamera. Mach das mal, genau. Wir sind auch schon auf Sendung, deswegen sag nichts Falsches. Daniel ist der Beste. Ja, das war falsch, tut mir leid. Ach so. So. Also, pass auf. Ich erkläre dir mal kurz, was wir machen. Stell dir drei Fragen und wenn du eine dieser Fragen falsch beantwortest, dann ist leider schon Schluss. Die Quote bisher war auch nicht so gut. Also es hat bisher einer gewonnen und vier Leute haben leider nicht gewonnen. Okay. Ja, deswegen drücke ich jetzt die Daumen, dass es mal wieder was wird. Sehr gut. So. Logischerweise, wenn du alle drei Fragen richtig beantwortest, dann gewinnst du die 50 Euro. Ja, vielleicht. Wir haben auch einen Counter laufen, das heißt, nach einer Minute, also du hast eine Minute Zeit für jede Frage und spätestens nach einer Minute würde ich dann gerne die richtige Antwort wissen. Ich sag dir dann auch immer Bescheid, du hast noch 30 Sekunden, bla bla bla. Ja. Genau. Und es wird so sein, dass ich dir die Fragen, damit du sie sehen kannst, im Skype-Chat schicken werde. Damit du einfach die auch vor dir hast und richtig lesen kannst. Weil ich habe ja so ein paar Fragen, die muss man lesen, damit man sie versteht. Ja. Genau. So, und bevor wir jetzt anfangen, muss ich noch was sagen. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Es ist ja ein ganz besonderer Anruf hier. Wir kennen uns ja seit der allerersten Sendung. Ja. Er war unser allererster Kandidat. Ja. Ich bin der Einzige, der behaupten kann, ich bin Fan seit der ersten Stunde. Das stimmt. Und du bist auch jetzt der Einzige, behaupten kann, er ist Fan. Also von daher. So, bist du bereit? Ja. Dann fangen wir an mit Frage 1, würde ich sagen. Also,
Mache ich meine Sportübungen in einem bekannten Mittelgebirge in Rheinland-Pfalz? Kann man behaupten, dass sich in der Brandenburger Ton chinesische Mauern, Kolosseum oder Eiffeltouren? Bitteschön. Hier ist die Frage und der Countdown läuft ab jetzt. Okay, warte mal, ich muss da drauf drücken. Okay. Mhm. Ja, das wird dann Antwort D sein. Eiffeltouren. Was für eine Überraschung, Antwort D. Natürlich. Sehr gut. Also, es ist jetzt überflüssig, ob du dir das hergeleitet hast. Es ist einfach logischer Menschenverstand. So sieht es nämlich aus. Nee, das war geraten. Okay. Spaß. Sehr gut. Das wollte ich hören. Machen wir weiter mit Frage 2. An welchem Wochentag hat die Wissenssendung Galileo nach regulärem Ablauf Sendepause? Am Freitag, am Samstag, am Sonntag oder an gar keinem? Und hier kommt die Frage. Und der Countdown, der läuft ab jetzt. Die Antworten. Boah, das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Also Montag bis Freitag würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Sonntag auch, weil da kommt ja meistens dann dieser Jumbo und macht irgendwas mit Essen. Ob es jetzt Samstag kommt oder gar nicht, das ist eine gute Frage. Ich bin nämlich auch einer der Kandidaten, die überhaupt kein Fernsehen mehr schauen. Das habe ich ja noch nie gehört. Noch nie? Nee. Aber ob das Samstag... Noch 25 Sekunden? Oh je. Die Frage ist halt, was würde stattdessen kommen samstags? Und Sportschau, ja gut, wahrscheinlich und wieder so irgendein Big Bang-Kack wahrscheinlich, dann wenn überhaupt. Also, so, ja, was da sonst so läuft, keine Ahnung. Das war kein Tipp, das war nur ein Vorschlag. 5 Sekunden noch, dann brauche ich eine Antwort. Dann sag ich an gar keinem. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass Samstag durchläuft, weil mir nichts anderes einfallen würde, was... Klar, sie können immer Big Bang senden oder so, aber... Das tun sie auch. Aber okay, gut, gar keinem. Dann nehmen wir das als Antwort und halt dich fest, das ist richtig. Tatsächlich, okay, sehr gut. Ja, Big Bang Theory wird montags abends wahrscheinlich dann versendet oder unterm Tag, wenn ProSieben sowieso kein Mensch guckt. Also von daher, was ist das? So, trauen wir uns an die dritte Frage ran. Mhm. Machen wir sie. Aus dem Bereich Natur und Tiere. Und da möchte ich jetzt wissen, der Burunduk ist ein oder eine Säugetier, Reptil, Amphibie oder ein Wirbelloser? Attacke. Und die Zeit läuft jetzt. Hey. Burunduk. Der Burunduk. Burunduk. Okay, ich gehe mal alle meine Sprachen durch, die ich kann, um es irgendwie abzuleiten. Ich gehe auch mal alle meine Sprachen durch. Ich bin fertig. Latein hatte ich auch nicht. Das heißt, davon wird man es wahrscheinlich ableiten können. Burunduk. Also ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört. Okay, 25 Sekunden hast du noch. Burunduk. Ich hätte auch keine Ahnung, was das sein soll, wo der leben würde, wo er... Zehn. A, B, C, D. Du nimmst alles. Ich nehme jetzt einfach C, Amphibie. Die Amphibie. Ja. Also. Einfach komplett geraten, keine Ahnung. Okay. Dieses Tier kommt in Asien und Europa vor. Und wenn ich dir jetzt sage, wie das auf Deutsch heißt, dann wissen wir auch, was es ist. Auf Deutsch heißt dieses Tier gestreiftes Backenhörnchen und damit ist es ein Säugetier. Schade! Okay. Ich hatte vollstes Vertrauen, aber zumindest die erste und zweite Frage hat ja geklappt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Das ist ja schon mal okay. Stimmt. Kann man sich nicht beschweren.
Gut. Dann wären wir soweit durch. Hast du noch irgendwas zu sagen? Noch irgendeinen Gruß oder noch irgendetwas, was ich rausschneiden muss? Willst du noch irgendwas sagen, was ich rausschneiden muss? Gibt's einen Trostpreis? Das kommt jetzt darauf an, was du sagst. Nö, ist ja die Frage an dich, ob ich einen Trostpreis bekomme. Der Trostpreis ist, dass ich dir sage, wann die Sendung online geht, nämlich nächsten Sonntag um 18 Uhr. Da kann ich mir dann die ganzen trostlosen Gesichter angucken. Genau, die ganzen frustrierten Gesichter, die alle. Außer der Erste. Der Erste war außer der Dirk. Der hat abgeräumt. Dann Glückwunsch an Dirk. Jawohl. Grüße gehen raus. Ja, dann sage ich viel Spaß noch. Vielen Dank und vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Ja, auch danke und noch viel Glück an die anderen. Werde ich weitergeben. Mach's gut. Schönen Samstag. Ciao. Dir auch. Danke. So. Das war Sascha. So, und jetzt schauen wir. Also einen schaffen wir auf jeden Fall noch. Wir rufen jetzt den Simon an. Und danach schauen wir noch, ob noch Zeit ist für jemand anderes. Der Simon, das werden wir auch gleich sehen. Vielleicht, ich sag's mal vorab, vielleicht kennt den ja der ein oder andere. Der war nämlich ganz erfolgreich bei einer bekannten RTL-Show. Wir rufen ihn mal an, den Simon, und gucken mal, was er zu sagen hat. Er kommt aus Österreich, das gerade abgeriegelt ist. Das war wohl nix. Er hat nichts zu sagen, offensichtlich. Gut, das war jetzt aber auch relativ kurz, ehrlicherweise. Wir probieren es noch einmal, ein einziges Mal, und wenn er dann nicht dran geht, dann ist leider Schluss. Das hat auch gar nicht richtig geklingelt. Wir probieren es noch einmal. Einen habe ich noch, einen Kandidaten. Nein, keine Antwort. Dabei hat er mir doch gesagt, er kann. Schade. Ja, Simon, das war wohl nix. Aber einen haben wir noch. Eine ist die bessere Ansprache. So. Und zwar Milena Kamp. Zumindest heißt sie so auf Skype. Und es wäre relativ sinnlos, wenn sie so auf Skype heißt und in echt nicht so. Und wir probieren es einfach mal. Wenn sie nicht drangehen sollte, so wie Simon, dann wären wir am Ende der Sendung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist die zweite, die vierte Frau, die wir jemals beim Circle Quiz dabei haben. Gucken wir mal. Hallo? Ah! Hi! Hallo! Ich habe gerade erst gedacht, ich hätte mit einem Drucker telefoniert, aber alles gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ich glaube, mein Bild hakt irgendwie, oder? Ein bisschen. Aber es ist nicht so schlimm. Okay. Ist das Internet so schlecht oder? Ich weiß es nicht. Okay, ist nicht schlimm. Alles gut. So, man muss ja dazu sagen, erstmal, das ist eine Sensation, dass du hier bist, denn du bist die vierte Frau, die jemals bei uns irgendwie zu Gast war und du bist die erste Frau seit knapp drei Jahren, die bei uns ist. Also es ist eine Sensation, ja? Muss man dazu sagen. Sehr gut. Da kann man auch mal ein bisschen lauter werden. So. Alles gut? Ja. Sehr gut. Wie sieht es aus mit bei euch mit Corona? Also unsere Sendung hätte den Untertitel Corona-Edition. Wie sieht es bei euch aus? Geht es bei euch in der Gegend noch? Oder spielen schon alle verrückt und alle Läden dicht und Chaos und alles? Ja, spielen schon alle verrückt. Wir waren heute einkaufen und da ist alles leer gekauft. Echt? Ja. Haben die euch echt die ganzen Regale und so weiter leer gekauft? Ja, ich konnte nicht mal Hefe kaufen. Boah.
Gibt es denn überhaupt irgendwas noch, was verfügbar ist in den Supermärkten, oder sind es hauptsächlich Nudeln und Reis und was auch immer? Was noch? Ja, da? Nudeln, Reis gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, ja, und Mehl auch nicht. Aber so ein paar Sachen gibt es noch. Aber Klopapier oder so ist alles ausverkauft. Ja, richtig verrückt. Eieieiei, okay. Gut, da hilft dir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Geld nichts, weil wenn es ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft. Aber ich glaube, dass du mit den 50 Euro wahrscheinlich hier kein Klopapier kaufen wollen würdest. Also, ich weiß nicht, ob ich die drei Fragen richtig beantworten werde. Das werden wir sehen. Aber wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Also die Quote, muss ich dazu sagen, war bisher leider relativ schlecht. Ja. Vor dir haben wir 6 andere angerufen und davon hat leider nur einer die 50 Euro bisher gewonnen. Ich habe mir jetzt auch gar nichts vorher dazu durchgelesen, weil ich dachte, ich komme eh nicht dran. So ist das Schicksal. Ja. Sehr gut. Ja, wir probieren es einfach mal. Wir spielen die drei Fragen und gucken mal, was rauskommt. Also, pass auf. Ich werde dir die drei Fragen stellen und für jede Frage hast du eine Minute Zeit. Also bei uns läuft hier ein Counter und ich sage dann immer nach 30 Sekunden, du hast noch 30 Sekunden Zeit oder was auch immer. Ich werde dir auch die Fragen als Bild im Skype-Chat schicken, damit du die Fragen siehst. Mhm. Und ich sag dir auch Bescheid, sobald die Zeit läuft. Wenn du alle drei Fragen richtig beantwortest, wie gesagt, dann gibt es den 50-Euro-Schein. Und wenn nicht, wenn du eine Frage falsch beantwortest, dann muss ich Tschüss sagen. Du bist auch unsere Letzte heute hier in der Sendung. Ja, das Beste kommt zum Schluss, sagt man ja so schön. Natürlich. So, bist du bereit? Aber wie sehe ich das denn dann im Skype-Chat? Bitte? Wird mir das dann angezeigt, irgendwie die Frage, oder? Ja, du müsstest sie im Skype-Chat, müsstest du sie sehen. Also ich schicke das quasi als Bild. Wir werden das gleich bei der ersten Frage sehen. Ich schicke dir das im Chat und dann sehen wir das bestimmt. Dann kriegen wir das hin. Und ich stelle jetzt mal Frage 1. Was bekommt man in wohl kaum einem Supermarkt oder Bäcker zu kaufen? Sind das A, die Zimtschnecken, B, die Rosinenschnecken, C, die Katzenzungen oder D, die Pferdeäpfel? So, jetzt schicke ich dir die Frage mal. So, und du kannst mal gucken, ob du was bekommen hast. Hast du? Ja. Gut, dann startet die Zeit ab jetzt. Aber ich glaube, das wird relativ schnell gehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich nehme einfach mal A. Was war denn A? Die Zimtschnecken. Zimtschnecken. Okay, noch nie gehört? Also alles von denen? Zimtschnecken habe ich schon mal gehört. Okay. Pferdeäpfel auch, aber... Ja. Also das heißt, wir bleiben bei A? Ach Gott, ich will doch wieder zurücknehmen. Okay. Scheiße. D. Ja, natürlich. Oh, das war ja komplett dumm. Ja, ist ja egal. Hauptsache, es ist richtig. Alles gut. Scheiße. So, dann machen wir weiter mit Frage 2. Frage 1 ist vergessen, vergeben und vergessen. Machen wir direkt weiter mit Frage 2. Was ist denn der sogenannte Fuchsschwanz, der sowohl im Handwerk als auch als Instrument verwendet wird? Ist das ein Hammer, eine Bohrmaschine, ein Schraubenschlüssel oder eine Säge? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht dein Fachgebiet. Ja, meins auch nicht. So, sag Bescheid, wenn du die Frage hast. Ja. Ja? Ich hab sie. Gut, dann startet die Zeit. So. Jetzt musst du dir vorstellen, was könnte man Musik machen von diesen Geräten? Ja. Handwerk als ein Instrument. Wahrscheinlich C. Mit dem Schraubenschlüssel? Ja. Gut, dann ist das eingeloggt. Dann stoppen wir die Zeit. Also, es geht um die sogenannte singende Säge. Schade. Ja, man kann nämlich, wenn man die Säge so aufspannt, das ist so eine Handsäge, und dann mit so einem Geigenbogen dran reibt, oder das ist, ja, man regt. Ah, das kenne ich sogar. Ja, echt.
Schade. Ja. Ja, und dann regt man die zum Schwingen an und dann erzeugt die eben Töne. Ja. Ja. Schade. Das okay. Ja, dann trotzdem danke, dass du mitgemacht hast. Hat wenigstens ein bisschen Spaß gemacht, hoffentlich. Ja. Sehr schön. Dann sehen wir die Sendung nächsten Samstag. Ich bin immer noch beim Samstag, ne? Nächsten Sonntag um 18 Uhr geht die Sendung online. So ist es richtig. Okay. Genau. Dann sehen wir uns wieder und bis dahin wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Ja, ich dir auch. Danke, mach's gut. Ciao. Tschüss. So. Das war Milena. Das hat leider auch nicht geklappt. Das heißt, wir haben eigentlich eine relativ schlechte Bilanz. 6 Kandidaten haben leider nichts gewonnen und der Dirk, der ist unsere Insel, der hat richtig beantwortet. Der hat die 50 Euro gewonnen. Es ist eine sehr, sehr, sehr besondere Sendung gewesen. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Man hat aus der Not eine Tugend gemacht und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Das ist ein bisschen aufregend jetzt auch für mich alles und ein bisschen neu, aber wir haben, glaube ich, eine ganz gute Sendung zusammenbekommen. Und in 14 Tagen, wie es weitergeht, das kann ich noch nicht sagen. Wir müssen jetzt beobachten, wie die Virussituation verläuft, weil, wie gesagt, ich will auch keinem Kandidaten zumuten, jetzt einfach sich in die Bahn zu setzen und herzufahren, um sich dann möglicherweise anzustecken und das Virus noch mit zu uns hier nach Hause schleppen. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen die Kandidaten auch gesund lassen. Und deswegen sehen wir uns vielleicht in 2 Wochen wieder, vielleicht mit einem anderen Video, was auch immer. Fest steht auf jeden Fall, es wird wieder eine Roomtour kommen. Die kommt bald. Und mal schauen, was noch so kommt. Bis dahin, macht's gut.